Willkommen zurück hier in Zelda Ocarina of Time. Wir befinden uns momentan im Waldtempel. Haben erst ein kleines Rätsel gelöst, was wir eigentlich noch gar nicht lösen mussten. Aber gut, dann hätten wir das schon mal gelöst. Und wir gehen jetzt in weitere Räume und schauen mal, was es hier noch sonst so gibt. Ja, nette Begrüßung, würde ich mal sagen, so. Das hat sich aber auch jetzt direkt wieder erledigt, weil du sterben wirst. Nicht ich. So. Stirb! Stirbst du? Achso, der ist ja gar nicht mehr. Hä? Hatte der gerade nicht irgendwie wieder so einen Schein? Nicht? Gut. Oh, wir werden wieder gefangen genommen. Wie mies. Oh, direkt zwei Zwischen-Endboss-Gegner. Zwischen-Endboss, lol. Neues Wort. Ja, ihr seid ganz schön ganz schön aggressiv? Ich habe das gerade eben abgeblockt. Wieso hat es mich getroffen? Okay, in der 3DS-Version war es irgendwie einfacher. Keine Ahnung, wieso. Das Doofe ist natürlich, wenn beide gleichzeitig angreifen. Was hoffentlich jetzt nicht der Fall sein wird. Ey, wieso hat er mich getroffen? Bin ich tot? Aber ich habe noch die Feen, ne? Ja, ich habe noch die Feen. Gut. Epische Kameraperspektive und epische Wiedergeburt. Naja, nicht Wiedergeburt, sondern Auferstehung. Ja, jetzt seid ihr beide hier an mir, ne? Klar. Hätte ich nicht... Ach, ihr seid so aggressiv! Hätte ich nicht jetzt einfach den Greifhaken nehmen können? Ich glaube nicht, oder? Ach, Ocarina bringt doch jetzt nichts. So. Seid ihr zu schnell? Ah, okay, das bringt wohl nichts. Jetzt stirb, jetzt greif an. Erinnert mich an den Demo-Boss von Skyward Sword. So, jetzt läuft's doch. Wieso nicht gleich so? Taktik ist hier alles. Auch wenn ich das gerade in die Länge zöger. So, der wäre schon mal tot. Und jetzt habe ich noch einen. Ja, dreh dich nicht so oft. Komm her. Also, der trifft mich aber auch direkt immer wieder, ne? Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Gut, hier entsteht eine Truhe. Und was sich dort drin befindet, werden wir gleich erfahren. Da war eine Fee drin. Oder war das nur... Ist das eine Fee? Ach nee, ach komm, das ist... Doch, ist wirklich eine Fee. Gut, umso besser. Wir haben wieder volle Leben. Was gibt's denn hier Schönes? Ein Schlüssel! Sonst gibt's hier nichts mehr und ich verpiss mich wieder. Du bist natürlich wieder da, aber... Nein, danke, ich kann dich gerade nicht gebrauchen. So, tschüss, schönen Tag noch. In deiner Ecke da, in deinem Gammelraum. Okay. Jetzt gehen wir hier rechts weiter. So, eine Box kannten wir schon, sahen wir schon im letzten Part. Nächsten ist gut. Hier müssen wir die Hymne der Zeit spielen. Ne, wie war die Nummer? Rechts, A und... Ne, Moment. A, rechts. Ach, ich schau lieber nochmal nach. Ich hab die gerade nicht im Kopf. Wir haben in der Zeit. Wo ist sie denn? Da, rechts, da. Rechts, A und... Okay. Muss ich das anvisieren? Ich mache es einfach mal. Okay, rechts, A, unten, rechts, A, unten. Gut. Ihr dürft gespannt sein. Das bin ich allerdings auch, weil ich habe es nicht mehr so in Erinnerung. Ist gut ein Monat her, als ich den Waldtempel auf dem 3DS gespielt habe. Und wieso ruft mich gerade meine Mutter an? Von unten? Ich habe gerade keine Zeit, aber auch egal. Es soll nie scheiße. Ich sage extra mal Bescheid, dass ich einen Let's Play-Part mache. Meine Eltern wissen das auch schon. Ist total egal, ob die das wissen oder nicht. Es geht einfach nur darum, dass sie mich nicht stören sollen. Und was machen sie? Sie kommen entweder rein oder... Das ist wohl... Ich bin nicht der Einzige, der dieses Problem hat mit den Eltern, dass sie reinkommen oder sonst was. Nee, nicht so. Ich hole lieber mal die Schleuder raus. Wo habe ich sie denn? Schleuder? Achso, die kann ich ja hier gar nicht benutzen. Speichern muss ich jetzt nicht unbedingt. Wie kann ich den jetzt umbringen? Hä?
Ich kann in der Zukunft. Ach so, geht es auf einmal klar. In der Zukunft werden hier nicht die Schleuder benutzen. Was eigentlich auch wieder keinen Sinn ergibt. So, hier gibt es noch ein Leben. Ich versuche mir jetzt mal an der einen einfach vorbeizuschleichen. Das sollte zu schaffen sein. So schnell können die Viecher auch nicht krabbeln, oder? Naja, total lahm. Wir sind hier schon oben und können hier reingehen. Den Raum kenne ich gar nicht. Oder? Kenne ich den? Keine Ahnung. Du stirbst auch erstmal wieder. Ah, was heißt hier wieder? Du warst ja noch nicht tot. Doch, wieder. Ich habe recht. Ein Totenkopf. War ja irgendwie schon tot. Obwohl ein Totenkopf lebt ja nicht. Also, mysteriös, was ich hier sag. Ja, der hat noch eine Dekunus droppen lassen. Oder mehrere sogar. Hier kriegen wir wahrscheinlich die Dungeon-Karte oder den Kompass. Oh, die Karte, ich hatte recht. 50-50, waren die Chancen ja jetzt auch. Ist das der richtige Ausgang? Ja, kam ich jetzt hierher oder? Ich meine, da kam ich her. Ich kann mal schauen. Nee. Nee, da kam ich nicht her. So. Dankeschön. Und jetzt kann ich mich vielleicht mit dem Greifhaken. Ach da! Da kann ich mich gleich rüber schwingen. Aber zunächst bringe ich dich um. Da, nach eben wohl. Ah, ich komme gar nicht dran. So, lass los, Link. Gut. Kannst du da drauf? Gut, du stehst. Na, hat doch geklappt. Hier ist ein Switch. Switch. So. Klo wird abgespielt. nee, und ja. Ach, der Brunnen ist da drüben. Ich dachte, ich könnte jetzt direkt in den Brunnen springen. Springen. LOL, super Kill, Epic Kill. Gut. Ja, wir haben jetzt hier das Wasser abgelassen, da müssen wir natürlich rein. Ich nehme den originalen Weg, die Alternative, die Leiter. Und lass mich, kurz bevor ich unten aufkomme, nochmal von der Leiter auffangen, aber auch, oder auch nicht. Gut. Och, guck mal, wer hat denn hier ein Herz vergessen, oder? Sind das zwei? Zwei. LOL. Gut. Also das, was mir damals fehlte, also damals in den Zelda Games, war einfach der Pfeil auf der Karte, weil wahrscheinlich braucht man dafür den Kompass. Ja, falsche Seite der Truhe. Ein Schlüssel. Weil wenn man schon die Karte hat, dann bringt nur wirklich auch ein Pfeil was. Weil man weiß ja selber jetzt nicht, wo man sich genau auf der Karte befindet. Dann bringt einem die Karte auch nicht besonders viel. Nur wenn man in einen bestimmten Raum will, der sich zum Beispiel neben dem einen befindet, dann ist das natürlich praktisch. Aber ansonsten ist das nicht praktisch. Gut. So, jetzt gehen wir wieder in den altbekannten Raum mit dem altbekannten Rätsel. Ich kam jetzt daher, also sollte der Raum hier sein. Ja, wie gesagt, mit der Orientierung ist das hier eine Sache. Da kann man leicht mal etwas falsch machen. Du stirbst, auch wenn ich dich schon wieder vor ein paar Minuten im vorherigen Part umgebracht habe, aber auch egal. Leben gibt er mir noch nicht mehr her. Ich glaube, die Dinger heißen Fratzenskelette oder so, bin mir nicht ganz sicher. Ja. Du brauchst mich erst gar nicht anjammen. Kannst du vergessen. So. Leiter hoch. Link, bist du doof dafür? Hast verlernt. Ich weiß. Gut. Ja. Wir haben jetzt zwei Schlüssel. Die können wir auch gut gebrauchen. Wieso eigentlich zwei? Braucht man danach nochmal einen Schlüssel? Ich bin mir gerade total unsicher. Aber gut. Wo lang? Ach, hier lang. Gut. Das könnte ich jetzt wieder rausgeschnitten haben, diesen Weg bis hierhin, aber ich denke mal, dieses Rausschneiden ist total blöd. Für euch und auch für mich. Ich hab den Nachteil, dass ihr irgendwie meckert oder so.
Und dann ist das ja kein ideales Let's Play, sag ich mal. Ich soll euch unterhalten gleichzeitig. Und andererseits ist es schlecht für euch, weil ihr das dann alles erleiden müsst und der Part früher endet. So, jetzt sollte ich eigentlich auch den Schalter aktivieren können, da die Tür offen ist. Jetzt muss ich auch erstmal was anderes machen, das weiß ich gerade nicht. Ja, dann muss ich erstmal was anderes hier in dem Raum machen. Oh Gott, hier ist alles umgedreht. Dieser Korridor ist völlig verdreht. Wirklich? Nee. Jetzt. Nee. Nee. Der ist verdreht. Wirklich? Navi, du bist ein Genie. Mein Held. Oh Gott, ist das Ding schlau. Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Wo? Wo ist die Decke? Kannst du mir das bitte mal beschreiben? Es sind keine Kreaturen. Die sind ein bisschen dreckig, aber mehr auch nicht. Ja. Die Kreaturen sind leider unsichtbar. Sprich, wenn man zu lange auf einem Fleck stehen bleibt, ja dann kommt dieses Monster halt runter und bringt dich wieder in den Hauptraum zurück. Gut, bin ich hier erstmal falsch? Ich glaube, ich brauche hier erstmal den Bogen für, dass ich hier falsch bin. Ich weiß Gott, nicht richtig. Ja, toll. Jetzt sind wir. Ja, wir sind hier richtig, oder? Ja, wir sind richtig. Noch so ein Skelett-Boss. Hm? Hey, lol, der. Du Typ kannst schweben. Das ist kein Fake-Loch, du kannst es wirklich. Ey, willst du mich verarschen? Hätten die nicht hier irgendwas anderes hinbauen können, Spielersteller? Weil ich kann da wieder runterfliegen und der jetzt nicht, oder was? Aber der zieht ganz schön viel Leben. Ach komm! Du warst jetzt eindeutig über diesem Loch. Ja, jetzt hau nochmal und treff mich nicht. Nicht! Ich hatte doch meinen Schnitt davor. Was will der eigentlich? Ich halte das wahrscheinlich falsch. Das ist es. So. Ach, und jetzt fällt die Platte runter, wo. Ja. Okay. Der hatte also da keinen. Was? Hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Zwei nochmal von euch. Aber ich habe ja noch eine Fee im Proviant. Hoffe ich zumindest. Ah, dann hätte ich die eine Fee einmal nehmen sollen nach diesem einen Kampf. Denn jetzt habe ich nur noch eine. Wie kann ich diesen Krug nicht zerstören? Ah, geht doch. Auch wenn es nur ein Leben ist, vielleicht macht es ja genau das eine Leben aus. Also so viel Leben haben die gar nicht. Aber mehr wäre auch schon wieder zu viel. Ah, das ist hier mies gerade mit der Kamera. Aber bei der 3DS-Version war es echt einfacher. Deswegen schreibe ich auch Half-Blind in die Beschreibung, weil das mit der Steuerung und Vision ganz anders hier ist. Man glaubt es kaum, aber es ist wirklich so. Hast du ein Problem? Willst du irgendwie was Süßes haben? Sorry, aber ich habe gerade nichts dabei. Also man darf, während man den anvisiert und das Schild hält, oder den Schild hält, wirklich nicht das Steuerkreuz hier oder dieses Steuerpad benutzen. Ja, und gleich, du stehst wahrscheinlich gleich da auf. Weil dann verändert man die Position des Schilds. Ich gehe lieber ruhig an. Ist mir jetzt scheißegal, ob das lange dauert. Ja, greif an! Ach nee, du. Ist der wieder auferstanden? Ohne Scheiß jetzt? Och komm. Der eine ist wieder auferstanden, ich hatte recht. What the hell? Komm, du stirbst jetzt und du stirbst jetzt auch nochmal schnell. Jetzt kommt meine Ausrastphase, wo du nicht mehr überleben kannst. Ach komm, du hast mich nicht getroffen. Red keinen Scheiß. Du stirbst jetzt einfach. Stirb. Ich blamier mich halt gerade auch wegen dir so total.
Okay, immer ist einer noch am Leben. Hä? Hä? Der zieht mir 2 Leben ab. Epic Fail. Okay, wir sehen uns nach dem gewonnenen Kampf wieder. Ich kann nichts dran ändern. Ist ja nur ein Spiel. Und ja, speichern und wir sehen uns nach dem Sieg wieder. War das jetzt so schwer? Also, Failiger ging es eben nicht. Erstmal bin ich ja hier voll total abgekratzt. Dann habe ich mir jetzt gerade noch 2 Fäden geholt in dem einen Raum. Die haben sich immer wieder gespawnt. Und diesmal ging es gut aus. Ich habe nur 3 Leben verloren. Sieht man hier ran. Ich habe ja noch die Fäden. Und ja, als ob das nicht fällig genug war eben bei der Aufnahme am Ende, bevor ich hier noch gefehlt habe, ich bin sogar noch auf über mein Headset gestolpert. Und genau der Stecker, der zum Mikro ging, musste natürlich rausgehen, aber Gott sei Dank war die Aufnahme noch da, sonst hättet ihr das von mir jetzt auch nicht gehört. Und wir bekommen außerdem den Feenbogen. Also muss ich gleich gucken, wie ich das synchroniere, aber ihr seht das ja dann alles, ihr habt das schon alles gesehen. Das ist klar. Wir haben jetzt den Bogen erhalten. Jetzt muss ich erstmal schauen, welcher Raum nochmal der richtige hier ist. Direkt mit 30 Pfeilen, das ist gut. Also, wir kamen jetzt aus einem und wir müssen genau in den gegenüberliegenden gehen. Ist jetzt eigentlich egal, welchen ich zuerst nehme, aber gut. So. Erstmal die Vasen kaputt machen oder die Krüge, ist aber das gleiche. So, jetzt habt ihr bestimmt eben schon... Oh, da ist er schon. Diese Geister gesehen. Und die müssen wir jetzt schlau mit dem Bogen abtreffen, sage ich mal. Aus einer bestimmten Entfernung. Wie jetzt zum Beispiel. So, jetzt haben wir das Bild getroffen. Und er sollte jetzt da, glaube ich... Ne, wir müssen alle treffen. Er sollte jetzt gleich dort aus dem Bild springen. So, ist er jetzt also ganz oben. Der Geist. Da ist er. Den könnten wir schon treffen. Mit etwas Geschick. Ah, ein bisschen runter. Ja, gut. Und noch hier. Aber hier stehe ich, glaube ich, schon zu nah dran. Nee, gar nicht. Komischerweise nicht. Da. Das ist der blaue Geist, wie man gut erkennen kann. Den müssen wir jetzt besiegen. Am besten geht das mit dem Greifhaken, glaube ich, oder wie ging das nochmal damals? Hab grad gar keine Ahnung. Auf jeden Fall macht er erstmal hier so Wirbelattacken und wir müssen jetzt warten und ihn dann mit dem Bogen abtreffen. Es fängt gerade übelst an zu hageln draußen, WTF. Hilfe, Weltuntergang. Wieso ist der hier oben? So. Jetzt verpisst er sich wieder, macht sich unsichtbar. Dumm, dass du deine Fackel noch hast, die natürlich nicht unsichtbar wird. Das machst du jetzt hier, so. Genug gespielt. Ist er schon tot? Ne. Dann muss ich ihn wahrscheinlich 4 oder 5 Mal treffen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut, dass ihr das draußen hört. Das wäre ein bisschen blöd. So, jetzt bist du aber tot. Immer noch nicht. Komm, ich habe keinen Bock mehr. Komm, da hast du auch keinen Bock mehr. Komm schon, stirb. Geht doch. Wieso nicht gleich so? Gut. Er wäre tot. Lässt ein paar Pfeile droppen. Und entsteht eine Tour. Ich schnapp mir jetzt erstmal noch die Pfeile, falls sie noch da sein sollten. Na, sind sie noch? Gut. Und schauen mal, was es so gibt in der Tour. Wahrscheinlich auch nur Pfeile. Ne. Sieht mir eher nach einem Kompass aus oder nach. Ja, eigentlich kann es nur ein Kompass sein. Oder? Na, ist der Kompass. So, jetzt müssen wir noch in den gegenüberliegenden Raum. Also aus dem Bereich, aus dem wir kamen. So, der hier. Hier geht das ganze Spiel gleich los, wie in einem anderen Raum. Ach, jetzt ist er auf einmal direkt wieder weg. Ich wollte nicht mehr schießen hier, so. Oben ist er. Komm schon. Link, treff. Geht doch. Ganz knapp. Aber getroffen ist getroffen. Du siehst mich nicht. Hä, wo ist er jetzt? Der kann ja nur unten sein. Weil ich habe den noch gerade eben nicht unten gesehen. Doch, da ist er tatsächlich. Gut. Dann noch hinter uns.
jetzt haust du auch wieder ab. Bist hier, machst die gleichen Attacken wie dein Freund oder dein Bruder oder dein... was weiß ich was. So. Greifhaken. Damit kann man ihn auch gut treffen. Da ist man nämlich auch auf der sicheren Seite und verschwendet keine Pfeile. Gut, es mag vielleicht sein, dass es jetzt für euch ein bisschen langweilig ist, aber... ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall jetzt auch das Stück weiterzuschauen, auch wenn ich das vielleicht rausschneiden müsste, was ich aber nicht werde. So, noch einmal. So geht's auch deutlich schneller. Was sei denn, er macht wieder seine Wirbelattacke hier. Und du bist, glaube ich, der originale Geist, weil du ja so eine, reale Fackel hast, die auch nicht blau oder so ist, sondern rot oder orange. Und stirb. Geht doch. So, er scheint jetzt, glaube ich, ebenfalls eine Truhe. Na, ist wirklich so. Pfeile kann ich mir jetzt nochmal holen, so, wenn das schon kostenlos sind. Da dürfte jetzt nur ein Schlüssel oder sowas drin sein. Ja. Gut, ein Schlüssel, immer gut zu gebrauchen. Und gab es da jetzt nichts mehr zu holen? Konnte ich da nicht hoch? Doch, ich konnte doch hier hoch. Hm. Gut, hier muss ich, glaube ich, auch lang. Ich habe das auch gar nicht alles mehr so in Erinnerung, wie das hier war. Aus 3DS-Version und so. Ist zwar im Prinzip das Gleiche oder dasselbe fast schon, aber wenn es wirklich Wochen her ist, dann vergisst man das schon halbwegs wieder. Wir sind wieder in dem gedrehten Raum. Nee, Moment mal. Und ich glaube, der Fehler, den ich auch damals gemacht habe, das konnte man gar nicht mit dem Greifhaken machen. Man muss hier wirklich mit dem Bogen auf das Auge zielen. Das war auch der Grund, wieso das nicht vorher funzte. Und alles hat sich gerade gedreht. Yay. Also, wenn mir jetzt Navi sagt, guck mal, der Raum ist gerade, dann treffe ich Navi gleich mit einem Pfeil. Als Spießpilz oder so, weil die sind so klein. Nee, da wollte ich nie hin. Nee. Ich warte jetzt lieber mal hier und schaue mich erstmal um. Ich glaube, ich muss hier drauf. Muss ich hier drauf? Wo muss ich nochmal hin? Ach, da unten ist die Truhe. Da will ich noch nicht runter. Und die Truhe verrät schon den Inhalt. Sieht mir nach einem Schmetterling aus, so gelb und blau. Von den Mustern her. Aber nein, das ist der Master Key. Yay, oder Master Schlüssel auf Deutsch. Gut, jetzt müssen wir, glaube ich, auch hier drunter springen. So ist es. Hier gibt es direkt wieder mal einen Gegner. Den können wir jetzt auch mit einem Bogen abschießen. Oder sogar zwei. Ich fehle hier gerade wieder bei den einfachsten Gegnern, natürlich. Ey, also Link trifft hier in der Version auch wirklich kaum. Triffst du jetzt mal? Ja, wenn ich jetzt mit dem Schwert nicht treffe, ist das auch was anderes. Aber er trifft ja noch nicht mal mit dem Bogen. Obwohl ich ihn anvisiere und er sich gerade nicht wegbewegt. Also das Monster. Und ist schon sehr mysteriös. Wir gehen jetzt hier mal in den Außenbereich. Da gab es bei der 3DS-Version einen Glitch. Das weiß ich, konnte mir den Gegner anvisieren und dann hat die Kamera hier irgendwie so gesponnen. Dich kann ich auch ein bisschen mit dem Bogen treffen. Gut. Gibt es direkt 3 Dekonüsse. Hier ist nur so eine Zwischenpassage. Jetzt dürfen wir auch nicht runterfallen. Das ist ganz wichtig. So, hier werden direkt wieder gefangen genommen. Hier sind ein paar... Nee, oder ein einfacher Gegner. Was machst du? Ah, wieso bist du so grün? Willst meine Lieblingsfarbe abschauen? Komm, Link, mach keinen Scheiß. So, der Greifhaken wirkt sozusagen wie so eine Dekonuss. Der war einfach. Aber der teilt sich jetzt in verschiedene Hände und... Yay, alle weg. Nee, einer lebt noch, natürlich. Und was gibt's hier zur Belohnung? Ich kann nur ahnen, dass dann ein Schlüssel rauskommt aus der Truhe. Mehr kann ich mir da eigentlich nicht vorstellen. Ja, die Truhe ist auch so klein, dass ein Schlüssel gut reinpasst. Ich hole mir jetzt erstmal die Mana ab oder diese... Energie halt. So, öffne die Truhe. Könnte das ein Schlüssel sein? Es ist einer. Also in diesem Dungeon gibt es wirklich, oder... Ja, es gibt wirklich hier viele Schlüssel.
Also, falls ihr euch fragt, was in der nächsten Truhe ist, sagt Schlüssel und ihr habt immer recht. Denn die Truhe sieht anders aus. Gut, dann werden wir wieder in dem altbekannten Raum, den wir am Anfang betreten haben. Dort oben können wir uns noch ein paar Pfeile abholen, aber das haben wir ja nicht nötig. Das war eigentlich nur für dieses eine Auge, glaube ich, gedacht, wenn wir da jetzt schon keine Pfeile mehr hätten. Die Spinne bringe ich um. Jubben die dumm, die dumm. Gibt's, hast du noch ein Leben für mich? Nein, doch. Quatsch. So. Und ich hau mich wieder um. Ne, Quatsch. So. Wie man sieht, haben wir jetzt die zwei Geisterseelen oder Geisterflammen hier wieder zurückgeholt. Und als nächstes suchen wir das Auge, das sich dort befindet. Und treffen es oder auch nicht. Jetzt haben wir es getroffen. Die Tür hat sich geöffnet. Ich würde euch jetzt zwar ein bisschen Spannung nehmen, aber da ich selber neugierig bin und in diesem Part die Tür öffnen will, gehe ich hier mal hin. So, ich beende an dieser Stelle den Part. Ich wollte den nämlich eigentlich vor der Tür beenden, aber gut. Und was wir hier machen werden müssen können, werdet ihr im nächsten Part sehen. Und dann würde ich sagen, tschö und bis dann.